Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Kirby Space Programm. Hier ist wieder euer Legolas. So, und wir zünden noch einmal. Wir wollen hier unseren Radius verkleinern. Oder Durchmesser, wenn man so will. So, was haben wir denn hier? Ja, ich hatte ja gedacht, dass wir vielleicht an der Station andocken. Jetzt ist erstmal gucken, ob wir da ein vernünftiges Rendezvous kriegen. Schwupp. Jetzt hat sie es einmal rumgedreht. So. Aha. Sehr schön. Was haben wir denn hier? In der Separation 4,4 Kilometer. Ja, das können wir doch schon mal perfekt machen. Dann machen wir schon mal Säckle zu. So, zwei, okay. Passt. Das sieht doch schon mal. Das ist doch das bombig. Ich fange hier an und schon habe ich das hier. Das ist genial. So, den ist da mal weg hier. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will nochmal hier unseren Winkel korrigieren. So, ist das das Richtige oder ist das das Falsche? Wenn nicht, ich mach's mit RCS. Schätzungsweise. Ja, das ist korrekt. Also es war jetzt rückwärts sozusagen. In dem Fall wäre da eigentlich das der falsche Punkt, aber ja. So. Okidoki, jetzt habe ich hier meine Intersection ein bisschen zerstört. So. Naja, was heißt zerstört? Ich habe sie halt hier wieder ein bisschen vergrößert. Ich kann sie auch wieder verkleinern. Ja, ich kann hier sogar ein bisschen abbremsen. Das muss ich sowieso jetzt gleich. So, dann mal hier Turbo geben. Oh, nicht. Ja. So, also das ist genial, dass es gleich richtig gepasst hat. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen. Ja, oh, ich habe das Ding angelassen. Okay. Meinetwegen. Aber wir müssen uns jetzt eh mal auf Target richten, genau. Kann ich mal bitte das hier haben? Ja. Den Rest brauchen wir eh nicht mehr. Körper in Periapsis brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur das Intersection und das hier ist eigentlich eh egal. So, wann sind wir da? Eine Minute. Okay. Wie stark bremst es? Ah, da können wir, glaube ich, im Haupttriebwerk bremsen. So, das machen wir aus. So, wir bremsen. Na, die Separation wird wieder schlimmer. Das kriegen wir aber alles hin. So. Jawohl, die relative Geschwindigkeit wird besser. So. Nochmal. Und nochmal. So, das machen wir jetzt mal behutsam. Ja, das ist wieder so ein Randtasten. So, jetzt machen wir hier mal, dass da die Separation noch ein bisschen kleiner wird. Ups, jetzt hat sie ja. Ah, jetzt haben wir zwei. Da hat die eine, okay, dann überspringen wir die eine. So, aber wenn die langsamer ist schon hier, die erste.
Zack. 1 Kilometer Entfernung, das ist ganz gut. Moment mal. Aha, da ist der Marker verschwunden gewesen. Warum denn das? Da habe ich jetzt einfach irgendwas zusammengebrannt. Also wir haben hier genau einen Kurs. Ja, das ist sehr toll. Das ist nicht genau auf der Periapsis hier. So, 3 Meter pro Sekunde haben wir noch drauf. Einen halben Kilometer Entfernung. So. Vorzugsweise 0 wäre natürlich am besten. Jawohl. 400 Meter. 1,5 Meter pro Sekunde. So, das kriegt man hin. 300 Meter. 1 Meter pro Sekunde. Wieder nachlaufen. Das muss man halt immer ein bisschen hier machen. Ah, jetzt hat es das ja wieder aus, weil es unter 1 Meter pro Sekunde gefallen war anscheinend. Da steigt dann sozusagen der Bordcomputer aus, da muss man selber dann hier nachmachen. So, 0,6 haben wir jetzt, aber wir müssen noch ein bisschen weiter. Wir haben 200 Meter Abstand. So, das wird jetzt von Hand justieren hier. Alles, was unter 1 Meter pro Sekunde ist, muss man von Hand justieren. Das geht leider nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so gemacht worden ist. Aber es ist eben so, da kann man jetzt auch nichts dran ändern. So, was hat denn das hier? Nee. 100 Meter, 0,3 Meter pro Sekunde, das ist doch perfekt. Das schaut super aus. So. Leider kann ich jetzt nicht das so machen, wie ich immer mache. Jetzt muss ich vollkommen manuell die ganze Geschichte. Wir sind ja schon ganz schön nahe gekommen. Jetzt muss ich den richtigen Dockingpunkt finden. Warte mal. Ich glaube, der hier passt. Kann das sein? Der müsste passen. Set as Target. Doggingport, jawohl. Das machen wir hier noch so. Da muss man mal 4 drücken, damit es diese Klammer hier anzeigt. So, und jetzt versuchen wir das mal vollkommen manuell zu machen. Die Triebwerke müssten wir eigentlich schon absprengen. Die brauche ich nicht mehr, aber. Das mache ich jetzt nicht, während ich an der Station hier die Solarpanels fahre ich mal sicherheitshalber ein. So, ich wechsle mal rüber auf die Station. Wo ist denn? In welcher Richtung? Ah, da kommt's. Set as Target. Die Station könnte auf Target gehen. Ja. Dreh dich mal. Das ist das Schöne. Ich kann die Station drehen. Das ist ein Komfort. So. Ja, was machst du denn? Station. Da an das Große kann ich nicht andocken. Das ist Blödsinn. Hier, Control from here. Das ist ja, das war's Problem. Ich habe den falschen Controller gemacht. So, jetzt dreht sich's richtig.
So, ich muss jetzt da natürlich gleich noch ein bisschen nachjustieren, die ganze Geschichte. Weg von da. Kann ich das auf das so stehen lassen oder? Na, wir schauen mal, ob das Probleme macht, wenn ich das hier auf Target halten mache. So. Das ist aber nicht ganz genau. Kommt da noch was? Nee, mehr. So, jetzt mal halten hier. Okay, jetzt machen wir folgendes Docking-Modus. Jetzt müssen wir gucken, wo ist denn unsere Beschleunigungsding? So, hier müssen wir wahrscheinlich mal. Ah, da oben ist er. So wie immer. Das Ding Richtung dem Dockingpunkt hin einrichten. Also hier in diesen rosa Kreis. So, jetzt ist raus. Wir richten uns mal aus. Ja, ist das Licht eigentlich noch an? Ah, jetzt ist es wieder an. Irgendwie hat es resettet beim Laden. So. Hier richten. So, 0,2. Wir tun mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Und machen Control von hier. Zack. So, komm. Ja, da können wir ruhig ein bisschen angasen hier. Mit einem Meter ist das eigentlich kein Problem. So. Ja, wir sind noch irgendwie ein bisschen schräg. Aber das wird sich geben. Ach, die Klappe habe ich hier noch offen. Okay. Collect mal all Data, genau. So. Klappe zu, Affe tot. Wenn er noch lebt, haben wir einen Fehler gemacht. So. 20 Meter, 19 Meter, 18 Meter, 17 Meter, 16 Meter, 15 Meter, 14 Meter, 13 Meter, 12 Meter, 11, 10 Meter. So, jetzt bremse ich mal. Jawohl. Noch mehr bremsen. Und? Schafft ihr es oder muss ich helfen? Ich mache mal das SAS kurz aus. Ja, jetzt kommt er rum, so langsam. Seht ihr das? Das ist jetzt nur die Magnetkraft sozusagen von den zwei Andockschürzen hier. Und Kontakt. So, sehr schön. Das ist genial. Ich freue mich. Da ist das Ding hier angedockt. Was haben wir noch? Ja, jetzt sehe ich das Ganze natürlich nicht mehr. Das ist zu viel. So, okay. Liquid Fuel, Oxidizer. Unter 1000 Sprit haben wir noch, sagen wir mal. Wir pumpen jetzt nichts um. Was ist da mit dem Electric Charge los? Ja, der nimmt ab, aber bei so viel, bei 53.000 Energiespeicher ist das ein Kinkerlitzel eigentlich. So, wir schauen mal in unser Research Lab hier rein. Science, Data, na, die haben noch nicht mal ein Science hier produziert. Okay. Kann man hier was ablöffeln? Beranda und die Line. Beranda und der Line haben hier Update gekriegt. So, die sind Stammbesatzung hier an Bord. Okay.
Und die zwei haben jetzt ja praktisch ihre Beförderung bekommen. Ja, die andere ist leider ja noch. Ist er noch da oder haben wir die verloren? Ich glaube, wir haben sie verloren. Ich glaube, wir haben sie verloren. Die ist nicht mehr hier. Tja, sie hatte zwar noch nichts geleistet groß, aber ein tragischer Verlust. Ich weiß nicht, wo man sie verloren hat oder wann. Tja, kann man hier irgendwo was gucken? Eine Bella was killed. 17.5533. Weiß ich nicht, wann das genau stattgefunden hat. Auf jeden Fall hat sie erwischt. Also Rest in Peace, Nebella. Gibt es einen Tag Halbmast auf der Fahne. Tja, ich hab's eigentlich nicht gewollt, aber das Spiel hat es leider entschieden. Ich akzeptiere das jetzt hier, das Opfer. Aber das soll nicht die Regel werden, dass wir irgendjemand verlieren. Und ich will es auch nicht schönreden. Es ist leider passiert. Tja, okay. So, open. Gut, und jetzt machen wir weiter. Erstmal hier ein Programm. Komme ich jetzt an das Kastell ran? Ja. Na, jetzt aber mal. So. Transfer Data. Select Path to Transfer. Ha, was ist denn? Ja, Select Part. Wo ist denn jetzt die Wissenschaft? Wo ist denn die Station? Die Wissenschaftsstation hier. Ach halt, das geht gar nicht so. Haben wir hier eigentlich ein Storage? Ich will noch was gucken. Ah, hier haben wir Storage. Ah. Okay, da wird so darüber gepumpt hier. So. Review Data. Jetzt gucken wir mal durch. Das da können wir zum Beispiel. Zack. Ich gucke jetzt mal nach so kleinen Dingerle da hier. So wie das hier. Da steht da immer, wie viele Tage es dann dauert. So, zack. Das dort. Ich kann ja auch nicht viel in das Ding reinladen. Irgendwann ist es begrenzt. So, 90 geht es noch rein. Ja, das geht noch rein. So. Also das heißt jetzt, wir haben 150 Daten. Wenn es hier prozessiert wird, dann sind es 57 Seins Zeit.
Was das dann hier hinten heißt, W852, heißt, weiß ich nicht, dann heißt Starter 10 Tage, gibt es die verarbeitet. Heißt es jetzt aus 150 Daten, kriege ich 750 Science raus? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da heißt es, ich weiß es absolut nicht. Aber wir verarbeiten es trotzdem. Ah, jetzt ist es voll. Kenner, der Lab ist voll. Aber nicht, dass die jetzt hier weg sind, ja? Keep, keep. Wehe, die sind jetzt weg, dann werde ich aber wild. Ne, ich glaube nicht, die sind nicht weg. Ja, die sind noch da. Gut. Nur weil die jetzt da aus dem Ding verschwunden sind hier. So, das Science Lab ist voll. So. 702 Daten von 750. Ja, die haben jetzt auf jeden Fall pro Tag machen die jetzt 38 Science draus. Das dauert jetzt sozusagen eine Weile. Tja, gut. Ich würde jetzt halt mal sagen, dann ist die Folge ja eigentlich schon ziemlich am Ende. Tja, leider mit einem tragischen Verlust. Aufgrund eines technischen Defektes, wenn man es jetzt erstmal so will, hier ein Bug sozusagen im Spiel, dass die nicht mehr rauskam. Tja, Ruhe in Frieden, Nebella. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas, tschüss.